ist ja immer dieses Ding bei Schoketten. Warum machen die das? Ejo, Leute, willkommen zu meinem Video. Und heute testen wir die neuen Schoketten Freeze Me. Ja, es gibt von Schoketten jetzt diese Freeze Me Schoketten. Das bedeutet quasi, man tut die ins Eisfach, dass die leicht einfrieren. Und dann isst man sie und dann sollen sie super lecker schmecken. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Wir haben drei Sorten hier. Einmal Freeze Me Triple Choc, Freeze Me Erdbeere und Freeze Me Bourbon Vanille. Also wie schon erwähnt, hier steht drauf, 2 Stunden ins Eisfach, dann eiskalt genießen. Das habe ich natürlich gemacht, ordnungsgemäß. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ich habe wirklich nur 2 Stunden rein, weil ich habe sie eben jetzt vor 2 Stunden rein und jetzt kommt das Testvideo. Ich hoffe, das reicht. Und ich würde sagen, ich fange an mit der Freeze Me Triple Choc. Ich muss sagen, ich glaube, die schmeckt mir nicht so gut, weil wenn es Schokolade mit Schokolade und Schokolade ist, dann mag ich nicht so gern, dass hier Triple Choc ist. Ist es Schokolade mit Schokolade und Schokolade? Weiß ich nicht. Wenn es zu schokoladig ist, schmeckt es mir einfach nicht. Aber hier können wir mal schauen, was hier hinten drauf steht. Und hier steht drauf 51,5% Edelzartbitterschokolade, 44,5% Kakaocremefüllung mit weißer Schokolade und Kakao. Nips, was auch immer das sein soll, 4% Alpenfolgenmilchschokolade und 12% Weißschokolade im Endprodukt. Ich würde sagen, wir packen sie aus, probieren sie und dann kann ich mehr dazu sagen. Do it! Ich denke, zu Schoketten muss ich nicht viel erzählen, einfach so kleine Stückchen eben. Ja, und ich probiere dann mal Triple Choc. Ist schon ziemlich geil mit dem gekühlten. Schmeckt halt wirklich so, ja, wie als würdest du Schokoladeneis essen. Schokoladeneis mit so einer Schokoladenhülle außenrum, eigentlich ziemlich geil. Es ist zwar schon so, dass es jetzt ein bisschen zu viel Schokolade für meinen Geschmack ist, aber ist besser als erwartet. Also ich gebe diesen Schoketten Freeze Me Triple Choc tatsächlich 7 von 10 möglichen Sternen. Ist es Schokoladeneis mit Schokolade. Super geil eigentlich. Dann kommen wir zu Schoketten Freeze Me Erdbeere. Problem ist halt hier weiße Schokolade, bin ich ja nicht so der Fan von. Wir schauen mal genau, was sie sagen. Weiße Schokolade mit 46% Erdbeercremefüllung und 16% Edelvollmilchschokolade. Das ist ja immer dieses Ding bei Schoketten. Warum machen die das? Die haben weiße Schokolade und der Boden ist eine andere Schokolade. So eine Scheiße! Ich meine, ich mag, wie gesagt, Vollmilchschokolade lieber als weiße Schokolade, aber ich finde es trotzdem total unnötig. Also, warum macht ihr das? Gibt es da irgendeinen Grund? Schoketten erklärt mich auf. Was ist der Grund, warum ihr bei weißer Schokolade Schoketten immer einen anderen Boden macht. Egal. Wir probieren sie. Öffnen wir das Ganze mal. Also jetzt hier eine weiße Schokette und der Boden, wie gesagt, ist aus Vollmilchschokolade statt aus weißer. Aber egal. Egal. Wir probieren diesen Freeze Me Erdbeer. Es ist Erdbeereis, auf jeden Fall. Mich stört halt tatsächlich die weiße Schokolade. Ich finde, die ist einfach zu süß. Die passt da nicht zu. Dadurch geht das Erdbeereis ein bisschen unter quasi. Dadurch, dass du diese süße weiße Schokolade hast. Dass da jetzt edel Vollmilchschokolade dabei ist, das merkst du überhaupt nicht. Also wie gesagt, die kann man eigentlich auch weglassen. Das ist total sinnlos meiner Meinung nach. Ja, ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber das ist trotzdem nicht schlecht jetzt. Also ich bin hier auch bei 7 Sternen, wie gerade eben. Das gerade eben war mir ein bisschen zu schokoladig, deswegen 7 Sterne. Das hier jetzt die weiße Schokolade, weiß ich nicht, brauche ich nicht unbedingt. Aber trotzdem, 7 Sterne kann ich dafür immer noch geben. Jetzt haben wir Freeze Me Bourbon Vanille. Und hiervon verspreche ich mir jetzt sehr viel. Denn dieses Eiskonfekt, ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch? Also stell mir eben vor, dass so ähnlich wie dieses Eiskonfekt schmeckt. Und das mag ich eigentlich sehr gerne, weil ich halt Vanille sehr gerne mag. Vanille-Eis sehr gerne. Aha. Schauen wir, was hier drauf steht. Edelvollmilchschokolade mit 46% Bourbon Vanille-Creme-Füllung. Probieren wir es, würde ich sagen. Also ganz normale Vollmilchschokolade eben, diese Schokette. Ich beiß mal rein. Wow, sehr vanillig. Man schmeckt wenig von der Schokolade, aber sehr wie Vanille. Ich find's geil. Geil, einfach geil! Es schmeckt ja wie Vanilleeis. Ich mag Vanilleeis, ich liebe Vanilleeis. Und es schmeckt einfach genau so. Ich find's auch toll bei den Schoketten, dass nicht nur einfach so, ja, ist jetzt Vanille drin und dann irgendwie hart oder so. Das ist auch wirklich schön cremig wie Eis. Also ich finde diese Idee von den Schoketten, dieses Freeze Me, super gut, weil die sind alle schön cremig, schmecken nach dem Eis und Schokolade außenrum. Also eigentlich sind alles perfekte Produkte. Der jetzt
ist mein Favorit, weil ich eben Vanilleeis liebe. Und deswegen gebe ich dem, ja, ich gebe ihm 10 Sterne. What? Ohne Spaß, die anderen beiden kriegen 7, weil da hat mich immer ein bisschen was gestört. Hier alles perfekt, gute Idee, super Umsetzung, 10 Sterne. Für Schoketten, Bonbon Vanille. So, wir haben dann mal die neuen Schoketten Freeze Me getestet. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem Ganze war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.